Abend. Es ist Sonntagabend. Deshalb komme ich mit der Bild am Sonntag daher. Und ich habe sie selber nicht gelesen. Ich möchte mich entschuldigen. Ja, der Herr neben mir in der Bahn las sie heute und sonst wäre ich auf die Schlagzeile gar nicht gestoßen. Bild am Sonntag, die heute fordert nach dem Trump-Schock Schluss mit dem Blabla. Und im ersten Moment dachte ich, Bild stellt den Betrieb ein. Ja, aber sie meinten natürlich das Blabla der Politiker, die jetzt schuld sind an allem, ja, dass der Neofaschismus wieder hoffähig geworden ist, dass Trump möglich geworden ist. Es sind natürlich Politiker schuld, die viel Blabla mal ausgerechnet. Die Bild sagt das, ja, deren einziges Geschäftsmodell die Demagogie ist seit vielen Jahren. Ja, und in einem Artikel steht dann, ja, man sollte sich jetzt unbedingt um die Abgehängten in der Gesellschaft kümmern. Um die muss sich doch endlich jemand kümmern. Um die Abgehängten, ja. Bild, die jahrelang ja für diese Abgehängten da war, ja, auf dem Dixi-Klo als Klopapier, ja, und die sich doch sonst einen Scheiß geschert hat um die Abgehängten in der Gesellschaft, die sie denunziert hat sogar, ja, an den Pranger gestellt hat als Florida-Rolf und Mallorca-Karin. Ein Bild wurde doch geprägt, ausgerechnet von Bild, ja, die letztendlich gesagt hat, das sind die Leute, die in der Sonne faulenzend, ja, in der Hängematte liegen und uns auf der Tasche liegen. Ja, das ist billigster Populismus, den da die Bild betrieben hat seit vielen Jahren. Ja. Da ist einem ja Donald Trump am Ende noch lieber. Aber in einem hat die Bild natürlich recht, wenn sie den Satz schreibt, dass eine Zeitenwende angebrochen ist. Und dessen müssen wir uns langsam bewusst werden. Ne. Dass es eine Zeitenwende ist. Ja. Donald Trump ist tatsächlich Präsident geworden. Das, was niemand für möglich gehalten hat, oder nur wenige, und ich auch nicht für möglich gehalten habe, aber es ist tatsächlich wahr geworden. Und je länger ich darüber nachdenke, desto froher bin ich, dass der Präsident geworden ist. Auch wenn das jetzt vielleicht einige überrascht, ich bin eigentlich froh, dass sich die Amerikaner zwischen Pest und Cholera für die Pest entschieden haben, ja? Nicht für den kleinen Dünnschiss zwischendurch, wie schon so oft in der Politik, ja? Sondern jetzt für den richtig großen Haufen, der jetzt da sitzt und den man jetzt nicht mehr übersehen kann. Wo man endlich sagt, jetzt muss aber gegen diesen Haufen was gemacht werden, sonst wenn der Haufen nicht da wäre, dann wüssten wir es nicht, dann wäre es wieder so ein kleiner Dünnschiss gewesen, der davonfließt und man macht wieder ein paar Jahre weiter mit diesem Dünnschiss. Ja, und den Schuldigen hat man ja auch gleich wieder gefunden. Ne? Da macht man sich's ja auch einfach. Wer ist schuld? Die Idioten. Ja, die wahlweise Nazis sind oder dumm. Oder beides am besten noch. Ja? Weiße Männer vom Land. Blöd nur, dass ihnen auch so viele Frauen gewählt haben. Das passt dann wieder nicht ins Schema. Ja, und bei aller Häme, die die Deutschen jetzt über die dummen Amerikaner ausschütten, sollte man sich eines bewusst sein, dass ein Donald Trump jederzeit bei uns auch möglich ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass nächstes Jahr bei der Bundestagswahl was ganz Unvorhergesehenes passiert, wo man sagt, das hätten wir nie für möglich gehalten. Dessen müssen wir uns bewusst sein, dass wir eine gespaltene Gesellschaft sein. Damit müssen wir uns endlich mal auseinandersetzen, was ich seit Jahren erzähle, dass wir nicht gespalten sind in rechts und links, was uns ständig erzählt wird, oder in Gutmenschen und Pegida-Marschierer und AfD-Wähler. Wir sind gespalten in oben und unten. Und das seit vielen Jahrzehnten. Und die da unten haben jetzt gemerkt, dass sie die Verlierer der Globalisierung sind. Dass sie gearscht sind, das ist denen jetzt bewusst geworden. Und es reicht nicht, dass wir jetzt mit dem Finger auf die zeigen und sagen, die sind alle Idioten, sie sind dumm und sie sind selber schuld. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen den Menschen in irgendeiner Form eine Perspektive bieten. Weil sonst wählen die Nazis. Das sind die, die jahrelang keine Stimme mehr haben, für die sich niemand mehr interessiert hat. Wo ist denn die SPD, die sich mal für die kleinen Leute interessiert hat? Diese Menschen haben keine Stimme mehr gehabt und jetzt haben sie jemandem eine Stimme gegeben. Nicht, weil sie sich für dessen Inhalte interessieren. Genauso wie sich viele AfD-Wähler nicht mit der AfD identifizieren. Aber sie suchen jemanden, der ihnen eine Stimme gibt und sie haben die Stimme genommen, die am lautesten ist. Egal, was die brüllt. Die Leute, die da jetzt gewählt haben, den Trump, das sind die, die seit Jahren überhaupt nicht mehr wählen gegangen sind, auch bei uns. Ja, und obwohl man immer gesagt hat, ja, die Wahlbeteiligung ist so niedrig und das ist eine Katastrophe für die Demokratie, war man doch klammheimlich froh, dass die nicht wählen gehen. Man war doch froh, dass sie sich zurückgezogen haben, ja, in ihren Wohnbunker da, in ihrem Plattenbau, ja, in ihr Wohnzimmer rauchend und saufenderweise, das Bild, was man immer geprägt hat. Ja. Man war doch froh, dass die Doofen nicht wählen gehen. Ja, und wir haben gesagt, ja, wir sind die Verteidiger der Demokratie, was genauso Quatsch ist. Wir haben die Demokratie doch nur verteidigt, weil sie uns genutzt hat, weil wir die Profiteure von der Situation sind. Wir sitzen dick und fett im Sessel, im Warmen, ja, und hoffen, dass der Status quo erhalten bleibt. Ja. Und unsere Sorge galt doch nicht oder gilt doch nicht der Demokratie. Unsere Sorge gilt dem Aktienkurs. Und wohin kann man denn in diesen Zeiten noch in Urlaub fahren? Und haben darüber hinaus vergessen, dass es Leute gibt, die überhaupt keine Aktien haben, ja, und die seit Jahrzehnten nicht mehr im Urlaub waren.
Denen hat man jahrelang jetzt Almosen gegeben und die sollen dafür auch gefälligst die Klappe halten. Wir haben doch die Politiker auch gewählt, die jetzt an der Macht sind. Die wurden doch gewählt und sie wurden gewählt, obwohl sie die Macht längst abgegeben haben an die Industrie und an die Wirtschaft. Ja, die sich an den Zitzen der Lobbyisten da nähren und ihre Macht abgegeben haben, denen in den Arsch gekrochen sind. Und das wissen wir ja alle und trotzdem wählen wir die immer wieder. Und das wollten die nicht mehr mitmachen, die kleinen Leute da unten. Ja, die haben die Schnauze gestrichen voll, ja, die stehen mit dem Rücken an der Wand. Die sind nicht rückständig, die sind progressiv, die wollen wirklich den Wechsel. Die wollen den Wechsel, die haben nichts mehr zu verlieren. Die sagen sich, wenn wir nichts zu verlieren haben, dann können wir auch den Adolf wählen. Und wenn wir so weitermachen, dann werden die den Adolf wählen. Und der Adolf wird wiederkommen. Diese Menschen brauchen dringend eine Perspektive. Das ist das, was sie wollen. Einfach nur eine Perspektive. Weil den Leuten wird jetzt klar, dass der amerikanische Traum eine Lüge ist. Genauso wie der deutsche Traum eine Lüge ist. Ja? Nämlich der Traum von der Leistungsgesellschaft, dass wir hier, dass sich Leistung sich lohnt. Was der Quatsch ist. Erzählen Sie das doch mal so einem Müllabfuhrmann, dass die Leistung sich doch lohnt. Oder einem Krankenpfleger oder einer Krankenschwester. Ja? Erzählen Sie das doch denen, so einem Paketboten, der für 5 Euro die Stunde hier bis Samstagmittag oder Samstagabend Pakete austrägt. Erzählen Sie das doch denen, dass sich Leistung lohnt, die für 57 die Stunde arbeiten. Ist doch Quatsch. Das reden wir uns selber nur ein, um unseren eigenen Reichtum und unseren Wohlstand zu rechtfertigen. Der nichts mit Leistung am Ende zu tun hat, zum großen Teil nämlich nicht, sondern einfach damit dazu tun, dass wir bessere Chancen hatten als die, dass wir immer eine Perspektive hatten. Und wir können das uns überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das ist, auf der Verliererseite zu stehen. Und es hilft uns nichts, dass wir jetzt gegenseitig uns fertig machen und mit dem Finger auf den zeigen, sondern wir müssen eins wieder lernen. Und das ist das, was diese Gesellschaft am Ende groß gemacht hat. Das kennen viele gar nicht mehr. Und das heißt Solidarität. Das ist das einfache Wort von der Solidarität, die endlich wieder mit irgendwas gefüllt werden muss. Das hat der Neoliberalismus am Ende aus uns nämlich gemacht, dass wir eine rücksichtslose Gesellschaft geworden sind, wo jeder nur an sich denkt. Und denk mal, wenn jeder an sich denkt, dann ist doch an alle gedacht. Aber am Ende wird's knallen. Wenn diese Menschen keine Perspektive haben, dann werden sie knallen. Dann können wir sie lange als Nazis, Idioten oder weiß ich was, Pegida-Marschierer oder AfD-Wähler bezeichnen oder denunzieren. Es wird sie nur in die Fänge dieser Leute weitertreiben. Und es nutzt auch nicht, dass die Politik dann, wie Herr Seehofer oder auch andere, dann den Populismus der Populisten übernehmen. Und versuchen, ins gleiche Horn zu blasen. Ne? Die Menschen werden immer am Ende das Original wählen. Irgendwann nehmen sie den Adolf. Und deshalb am Ende noch ein paar Worte von Karl Friedrich von Weizsäcker, der mal gesagt hat, das deutsche Volk ist absolut obrigkeitshörig. Des Denkens entwöhnt, ein typischer Befehlsempfänger. Ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte. Lassen wir es nicht so weit kommen, oder?